Warum sollte ich Sie am Sonntag wählen? Sie sollten mich wählen, weil ich erstens noch jünger bin als die Konkurrenz, sag ich jetzt mal. Und ich eben wirklich an der Basis arbeite. Also ich mache nicht nur parlamentarische Politik oder Kommunalpolitik, die ich mitgestalten möchte, sondern eben ich bin im ganz normalen Arbeitsumfeld bin ich tätig und kenne eben diese Problematiken, die bei uns draußen an der Basis herrschen. Wie stehen Sie zum Thema Flüchtlingspolitik? Können Ankerzentren wie in Schweinfurt oder gar Grenzkontrollen die Lösung sein? Da sage ich definitiv nein. Also es wird nicht die Lösung sein und es soll auch nicht die Lösung sein. Ankerzentren isolieren Menschen, Ankerzentren separieren Menschen und das bedeutet eben nicht Teilhabe. Wir müssen schauen, dass die Leute, die zu uns kommen, die Menschen Teilhabe erleben, Integration muss stattfinden und eben nicht Abgrenzung in irgendwelche Lager. Denn so wie es gesagt wird, die Überprüfbarkeit wird dort durchgeführt. Es muss eben eine schnelle Überprüfbarkeit sein und nicht über Monate. Und das findet dort eben statt. Viele müssen ja das Geld 5-mal umdrehen. Trotzdem soll das Familiengeld gerade den Hartz-IV-Empfängern wieder abgezogen werden. Und Kitas kosten nach wie vor Geld. Was wären Ihre Ziele in Sachen Familienpolitik? Es ist gut, dass Sie es ansprechen. Also gerade mit dem Versprechen von Söder oder dem Geld von Söder, dass eben den Hartz-IV-Empfängern das abgezogen wird. Bei den Menschen, die es wirklich brauchen, kommt es eben dann nicht an. Und zu den Kita-Kosten, ich habe selber einen kleinen Sohn, das heißt, ich weiß, was es bedeutet, eine Kita zu bezahlen. Und da müssen wir eben im Elementarbereich anfangen, das Geld zu übernehmen als Land Bayern. Und dass ja, jede Familie auch wirklich die Möglichkeit hat, schon Bildung zu erfahren im Elementarbereich. Und das ist unser Ziel und das ist uns einfach auch wichtig, dass unabhängig von Herkunft, jeder auch das genießen kann und auch benutzen kann, sozusagen diese Möglichkeiten. Und die möchten wir schaffen damit. Mit den hohen Mieten hat man das Gefühl, Wohnen wird zum Luxus. Was wollen Sie dagegen unternehmen? Wir sprechen uns ganz klar, wir nennen es jetzt mal sozialer Wohnungsbau. Den wollen wir natürlich vorantreiben. Das heißt jetzt gerade in Schweinfurt, was ja viele nicht wissen, es werden ja viele, viele Wohnungen derzeit in Schweinfurt gebaut. Davon sind über 500 Eigentumswohnungen und eben nur 80 Sozialwohnungen. Das kann es eigentlich nicht sein. Wir fordern in Bayern 40.000 Sozialwohnungen im Jahr, um dann jedem auch die Möglichkeit zu geben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ich habe selbst die Erfahrung machen müssen, was es bedeutet, eine Wohnung zu suchen hier in Schweinfurt. Und habe, als ich meine Wohnung auch weggegeben habe, den Anlauf gemerkt. Und da müssen wir aktiv werden. Es muss sich jeder Mensch muss sich eine bezahlbare Wohnung mieten können und nicht das Lohn komplett oder sagen wir mal zur Hälfte fast für die Wohnung drauf geht. Und das ist sozusagen unser Kernpunkt, 40.000 Sozialwohnungen im Jahr für Bayern. Was muss in der Bildungspolitik getan werden, um Chancenungleichheit auszumerzen und dem Lehrermangel entgegenzuwirken? Genau, man muss dazu sagen, dass also ich auch sage, dass Bildung ist einfach Menschenrecht. Das heißt, jeder Mensch in unserer Gesellschaft muss die Chance haben auf Bildung, egal wie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu Hause sind. Und wir sagen eben auch, dass wir auch Schulen schaffen müssen, in denen alle Kinder inkludiert sind, Förderungsprogramme und nicht nur eben die Schwächen eines Kindes gefördert werden in den Schulen, sondern inkludiert die Ressourcen eben auch gefördert werden. Das fängt bei der Behindertenarbeit an. Wir haben wirklich separate, Räumlichkeiten eben für Menschen mit Behinderung. Und das wäre einfach unser Bestreben, dass wir alle Generationen und alle Kinder unter einem Dach bekommen. Und dass man dann, also ich kenne das selbst, ich bin in so eine Schule gegangen früher. Wir haben Inklusionsprojekte mit Behinderten gehabt und haben dadurch alle nur profitiert. Und das müssen wir eben schaffen, dass nicht Ausgrenzung dort stattfindet. Und das muss eben auch schon im Elementarbereich anfangen. Ne? Wenn wir bei der Sozialpolitik mit den Kosten, dass eben wir die Möglichkeit geben, durch mehr Lehrerschaft, besser ausgebildete Lehrer bzw. Lehrer, die sich wirklich auf ihren Beruf auch konzentrieren können. Ne? Und es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen auch therapeutische Hilfe mit in Anspruch. Wir haben viele Therapeuten, die dafür ausgebildet sind, eben auch mit in die Klassen zu gehen, die Lehrer dort unterstützen, eben mit Förderungsmöglichkeiten. Und das gibt es leider viel zu wenig. Ich komme ja selber aus dem therapeutischen Bereich, ich kenne mich da ja so ein bisschen aus und habe einige Kollegen, die da in diesen Bereichen zwar so ein bisschen rumschwimmen,
aber es wird eben immer noch nicht gefördert vom Land. Und das finde ich, das müssen wir angehen, um auf allen Wegstrecken zu entlasten und die Kinder zu fördern.